Apfeldoktor im Blitzkastel, der Ben für euch. Hi. Nächstes Video, nächstes Problem, iPhone 7. Laut Beschreibung vom Händlerkunden, Wi-Fi-Problem. Wir kontrollieren einmal, ob das so ist. Ich wollte es eben testen, aber der Akku ist leer. Dementsprechend machen wir einfach mal einen anderen Akku dran und schauen, ob wir das Problem nachvollziehen können oder nicht. Letztens hatten wir sowas, glaube ich, an einem iPhone 8 auch schon mal. Und dann konnten wir es nicht nachvollziehen, weil es dann eben gerade mal funktioniert hat. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier nachvollziehen können oder ob das hier jetzt auch gerade funktioniert oder nicht. Also, lasst uns mal schauen. Andi und ich haben gerade noch ein weiteres Infovideo aufgenommen zur Board Level Repair School Germany. Auch hier nochmal kurz Stellungnahme dazu, weil einige Leute geschrieben haben, oh, 1250 Euro netto ist teuer. Andere bieten sowas günstiger an. Es gibt andere Kurse, es gibt auch gute andere Kurse, überhaupt gar kein Thema. Die gehen aber alle über einen Tag und kosten zwischen 500 und 700 Euro netto. Und wenn man das dann auf die zwei Tage ummünzt, da ist man im Endeffekt genauso teuer wie bei uns. Ne? Das nur mal so, oder was heißt teuer? Man ist bei den gleichen Kosten wie bei uns, weil teuer ist es wirklich nicht. So, ich starte mit Testakku, das macht mehr Sinn. So, einmal einen Testakku dranhängen. Dann einmal das Teil starten. Nö, nee, danke. Oder vielleicht eine Capri-Sonne würde ich nehmen. Eine große, wenn sie eine haben. So, dann schaue ich mal nach dem Code, ob den der Kunde aufgeschrieben hat. Anders könnten wir es auch gar nicht testen. So, dann gehen wir hier jetzt einfach mal auf Wi-Fi. Und wie man sieht, Wi-Fi ist grau hinterlegt. Ich kann machen, was ich will. Ich kann es nicht aktivieren. Ja? Also, typisches Wi-Fi-Problem an einem iPhone 7. Schön, dass wir das auch gleich im Endeffekt so zeigen konnten. Weil häufig ist es ein sporadisch auftretendes Problem, kalte Lötstelle, wie auch immer. Und dann kann man das im Video manchmal gar nicht so zeigen, dass der Fehler dann wirklich gerade vorhanden ist. Wir gehen in dem Falle jetzt hin und reballen erst einmal nur das Modul, weil meistens ist es damit schon getan. Wobei bei einem komplett wenn es nicht sporadisch ist, die Fehlfunktion, dann kann es theoretisch auch ein defektes Wi-Fi-Modul sein. Ja? Das entwickelt aber dann relativ häufig eine Abwärme und ist verbunden mit einem höheren Stromverbrauch. Das hatten wir hier nicht. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass wir mit einem Reball vom Modul auskommen werden. Gleiches Spiel wie immer. Einmal die Platine raus, dazu die Verschraubungen lösen. Ich persönlich bin ja Fan von der iPhone 7 Platine. Ich finde, das ist mega geil gelöst. Ich bin auch Fan von der iPhone X Platine. Hatten wir heute Morgen auch ein Video. Einzig und alleine fand ich schade, dass wir in dem Video nicht noch die Funktion demonstrieren konnten nach der Lötreparatur, weil wir noch eine Dreiviertelstunde damit verbracht haben, das Teil wiederherzustellen. Und wir hatten schon eine Stunde 15 Minuten Video und da mussten wir an der Stelle einfach sagen, entweder ihr vertraut drauf oder nicht. Wir stellen solche Videos dann auch in solchen Fällen wirklich nur online, wenn hinterher alles funktioniert und es funktioniert und das Teil ist schon auf dem Rückweg zum Kunden. So, gut, dann sind wir fast schon so weit, dass wir die Platine rausnehmen können. Unten noch die Antennensteckerchen. Und dann geht die Platine raus. Ich ziehe mal hier gerade den Aufkleber ab. Und dann, vielen Dank, David. Gehen wir unter das Mikroskop. Ich nehme mal gerade noch einen Schluck Capri-Sonne. Heißt ja inzwischen Capri-San. Keine Ahnung, was ich dabei wieder gedacht habe. So, hier haben wir das Wi-Fi-Modul, das eine Fehlfunktion aufweist.
dann gleiche Vorgehensweise wie immer. Einmal das Underfill, die Verklebung auch rund um den Baustein natürlich. Vorsichtig und langsam lösen. Ihr merkt dann richtig, wenn der Kleber weich wird. Ich habe übrigens ein anderes Mikroskoplicht jetzt einfach mal unter mein Mikroskop gehangen. Das Teil kostet um die 20 Euro. Ich weiß, ich meine, ich hätte damals 12 bezahlt. Ich habe es jetzt nochmal gefunden bei eBay für 17. Und ich kann euch sagen, ihr werdet es auch sehen im Video. Das Ding spiegelt einfach nicht so. Und vorher habe ich dieses 380 Euro Zeiss Ringlicht da drauf gehabt. Ja? Und es spiegelt und spiegelt die ganze Zeit. Und seit ich das Ding drauf habe, ärgere ich mich eigentlich nur drüber, dass ich das Ding drauf habe. Und heute habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Nur teuer heißt ja jetzt nicht gut. Ne? Ich gehe jetzt mal hin und mache einfach das andere günstige Ringlicht da drauf, was ich noch da rumliegen habe. Das kam mir beim Aufräumen irgendwie in die Hände. Es war noch original verpackt, noch gar nicht genutzt. Und ich kann euch sagen, da sind Welten zwischen. Da sind wirklich einfach nur Welten zwischen, weil ich habe keine Spiegelung mehr. Es ist trotzdem alles ausreichend hell. Und ja, man sieht, man braucht nicht immer das Teuerste. Manchmal sind die günstigen Dinge für die Einsatzzwecke, die wir hier haben, sogar wirklich besser. Ja. Ich muss auch sagen, dass unsere Mikroskope drüben in der Bottle Repair School sind mega, ne? Die sind absolut, Andi hat das Mikroskop ganz schief stehen, sind absolut mega Wahnsinn. Also wir haben ja die Woche mal dran gesessen und geschaut, es ist, die sind wirklich der Hammer. Ne? Also wenn man dann die Preisdifferenz zu einem Zeiss sieht, erstens mal haben wir den gleichen Arbeitsabstand im Endeffekt hier wie beim Zeiss, ja, und die Bildqualität ist wirklich nur, also du siehst fast keinen Unterschied. Ja? Ich arbeite trotzdem lieber mit dem Zeiss, weil ich es einfach super geil finde, aber also die Dinger, die wir drüben da organisiert haben, die sind wirklich, wirklich der Wahnsinn. Kann man sehr, sehr, sehr gut dran arbeiten, oder Andi? Ja, auf jeden Fall. Andi war selber erstaunt, hat gesagt, ey, guck mal da durch, wie geil ist denn das? So, dann schnappe ich mir eine etwas größere Düse. Und dann nehmen wir das Wi-Fi-Modul runter. Seid da wie immer vorsichtig bei. Nichts beschädigen. Ah, jetzt soll die Heißluft auch an sein, damit das funktioniert. Bei den ganzen Heißluftgeräuschen hier kriegst du das irgendwie manchmal gar nicht richtig mit. Letztens habe ich auch ewig da rumgemacht. Auf einmal, ey, da ist ja gar keine Heißluft an. Die ist aber auch so leise, ne? Ja, die ist halt mega leise. Und ja. So. Wunderbar. Einmal Wi-Fi-Modul unten. Jetzt schauen wir uns das Modul mal an, wie es aussieht. Gut, am Modul ist noch alles dran, das ist schon mal gut. Müssen wir nämlich dann kein neues Modul raufklatschen, hoffentlich. Jetzt schauen wir uns die Platine an. Angucken. Da ist noch alles da, da ist. Ah, schauen wir da unten. Da unten fehlt was, dann schauen wir jetzt gerade mal nach. Das hast du leider bei diesen 7er Modulen öfter mal. Jetzt müssen wir nur mal gucken, braucht man die nicht. Qualcomm Intel ist jetzt eigentlich egal, aber im Baseband-Bereich sind wir da gleich. Im Baseband, im Wi-Fi-Bereich. So. Ja, ist da
natürlich wichtig, ne? Brauchen wir. Also hat sich damit schon erledigt, müssen wir ein neues Wi-Fi-Modul nehmen, weil auf dem IC das zu jumpern, das könnte ich jetzt machen, aber das ist nicht 100% und das gefällt mir nicht. Aber so ist das eben ab und an bei den Wi-Fi-Teilen. Dann könnt ihr euch im Endeffekt auch schon vorstellen, wo die Problematik herkam. Da war das Pad lose und ja, dann ist das so. Dann brauche ich jetzt gleich eine iPhone 7 Platine, wo ich mir das Modul runternehmen kann. Habe ich mit Sicherheit noch irgendwo rumfliegen. Wenn nicht, der Andi, der hat ein Arsenal an Platinen, aber ich glaube, der hat die letzte Woche hat er relativ viele 7er Platinen zu Testzwecken auch komplett entkernt. So, ich hoffe, ich muss aber mal aufs Obe. Awei, allewei, wie wir im Saarland sagen. Ich muss eben mal auf OBS springen. Nicht, dass da irgendwas nicht funktioniert und wir dann am Ende gar nicht auf Aufnahme sind, was auch schon des Öfteren mal vorgekommen wäre. Ich hoffe, unser Ton ist gut. Ich denke, der ist die letzten Videos etwas lauter geworden. Da habe ich eure Verbesserungsratschläge angenommen und bin einfach mal ein bisschen hochgegangen im Ton. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke her. So. Überall schön das Underfill wegnehmen. Dabei nach Möglichkeit keine Pads beschädigen. Wer ist denn das da draußen? Ja, das laute Auto. Was war denn das mega laute Auto da draußen? Ach, dein Bruder. Was macht der? Der hat ein Paket. Ah, für deinen Papa. Okay. Nee, eins war für ihn. Ich das wusste, hätte ich zu meinem Fahrrad gesagt, er soll es nicht hier lassen. Quatsch, kann er doch machen, ist doch gut. Das kann, wir können doch ruhig hierher bestellen. Das ist gar kein Thema. Ja, für den Fahrer ist das gut, aber für meinen Bruder ist das scheiße. Ach so. Hat er frei gehabt, oder? Nee. Oh, hat das doch schneller, wie wenn er jetzt, oder? Naja. Egal, die Platine sieht sauber aus. Oh, ich könnte mal heute... Ich vergesse immer Insta, wirklich. Andi, mach von deinen ganzen Reparaturen immer genug Bilder und lass mir das alles zukommen. Ich vergesse Instagram. iPhone 7 Wi-Fi Repair. Also jetzt schauen wir uns noch einmal das Modul an. Ich guck mal, ob ich da irgendwas jumpern kann auf dem Modul. Ob das nachhaltig ist, ist es ja immer die Sache. Es muss ja auch nachhaltig sein. Ah, die müssen. Ein
Hier habe ich ein Ansatzpünktchen auf jeden Fall. Hier. Ich müsste mir einmal anschauen, wie es aussieht, wenn ich mit der Entlötlitze drauf war. Pfuschen wollen wir nicht, deshalb schauen wir uns das jetzt einmal an, wie es aussieht. Und dann entscheiden wir weiter. Ich glaube, es könnte gehen. Und das ist ein mega Vorteil an diesem Stand, an dem Mikroskop, den ich hier nutze, dieser Double Boom. Dadurch, dass ich das alles so eingestellt habe, dass ich es bewegen kann, kann ich mich immer mit dem Kopf bewegen und das Mikroskop dann mitbewegen. Klappen. Könnte klappen. Schauen wir uns mal an, wie gut wir die Jumper darauf bekommen würden oder wie gut wir anpunkten können unten drunter. Und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Temperatur etwas runterfahren. Sitzt. So, jetzt schauen wir gerade. Okay. Könnt hinhauen. Jetzt nehmen wir uns Jumper Wire. Wir probieren es nur einmal kurz. Dann haben wir es zumindest ausgecheckt, ob es möglich wäre. Und wenn nicht, dann machen wir es eben neu. Jetzt eigentlich nur eine Spielerei. So, das muss eben sauber sitzen. Muss ich sauber verbinden. Das in dem Bereich erreichen können, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, ihr seht, das verbindet sich zwar, aber es sitzt nicht 10.000% fest drauf. Dann müsste ich ein UV einfassen. Und das mache ich unheimlich ungerne. Weil das für mich schon ganz einfach eine Sache ist, da kann ich nicht garantieren, dass das dauerhaft problemfrei funktioniert. Und deswegen gehen wir hin und schnappen uns ein Modul woanders her. Müssen wir den NAND anbinden. Das ist dann halt so. Ist aber auch eigentlich jetzt gar kein, das heißt eigentlich ist eigentlich, nee, ist eigentlich, ist kein allzu großes Problem. Dreimal eigentlich eingebaut. So.
Wenn wir das nicht machen, haben wir später das Problem, dass beim Rausnehmen vom NAND die Bauteile mit rausgehen. Und dann müssen wir die wieder alle einzeln setzen. Und das wäre unnötige Arbeit, die wir vermeiden wollen und vermeiden können. Und dann vermeiden wir das auch. Raus. So, passt. Nennt es raus, Pads sind alle da. Platine einmal reinigen. Der Nennt hat schöne große Pads. Das geht dann alles immer recht schnell. Und auch gut. Gut, dann einmal das Underfill reinigen. Kommentiert doch mal, ob ihr jetzt das Bild von der Qualität her besser findet, weniger Spiegelung, wie auch immer. Würde ich mich drüber freuen. Wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen würde. So, schön reinigen. Ist immer sehr, sehr wichtig, dass rundum genug Platz ist, damit der NAND dann später auch schön Platz hat, sich zu setzen an seinen Platz. Platz hat, sich zu setzen an seinen Platz. Deutsch vor Anfängers oder was? So, schön, Platine sauber. Dann hätte ich jetzt noch
Wi-Fi-Module da, schon entlötet, rebolt und so weiter und so fort, dann würden wir uns natürlich viel Zeit sparen. Aber da ich das nicht habe, kann ich die Platine jetzt zur Seite legen. Ich rebolle mir aber schon einmal den NAND. Und dann kann ich mir noch aus einer anderen Platine ein NAND schnappen, ein Wi-Fi-Modul schnappen. Kann das rausnehmen, kann das auch noch reballen, den NAND anbinden, das Wi-Fi-Modul rein, den NAND rein und dann haben wir auch diese Reparatur fertig. Auch diese Reparatur hatten wir in der Form mit Sicherheit schon, aber in letzter Zeit habe ich euch ein bisschen hängen lassen mit Reparaturvideos die letzten Tage. Habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, da sage ich schon abends zu meiner Frau, ich lasse die Abonnenten hängen, das geht nicht. Wir müssen Videomaterial wieder machen. Ja. Bei dem S6 schon was gefunden? Was war's? Ehrlich? Wo war er? Gut. KVA, machen wir gleich zusammen, oder? Mhm. Gut. So schnell gefunden. Mhm. Sehr gut. Wäre auch ein Video wert gewesen wahrscheinlich, ne? Nee. Galaxy S6 Kurzschluss. Naja. Ihr wisst ja, Andi, hast du nochmal ein Video gemacht jetzt die Tage? Du hast, glaube ich, eins angefangen? Ich habe zwei Stück angefangen, und zwar bei beiden Mal. Das war das eine mit dem 1,5 Ampere, wo wir dachten, es wäre ein Kurzschluss, und dann war... War es SD-RAM? Okay. SD-RAM-Defekt. Ja. Und das andere war auch irgend sowas Gutes. Ach, der Andi. Ob der nochmal zurückkommt für euch mit einem Video. Kommentiert mal, wenn ihr den Andi nochmal ein Video sehen wollt, dann kommentiert doch bitte einmal. So. Hier haben wir unseren guten NAND-Speicher. Den rebollen wir jetzt einmal. Wenn der David das 6er mit dem Baseband auseinander hat, kannst du vielleicht gerade das Baseband-Modul schnell machen, ne? Ist schon dran? Super. Wie eine Mama ohne Brust. Ne, sogar mit Brust. Was für eine Aktualisierung dann? Das iPhone benötigt eine Aktualisierung, damit es auf. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob da eine Sperre reingeht dann oder. Keine Ahnung. Baseband schon fertig gemacht oder was? Mhm. So, dann rebollen wir einmal den Speicher. Ich rebolle mit nicht allzu viel Hitze, wie ihr seht, deshalb dauert es immer ein bisschen länger. Dafür sehen die Punkte hinterher sehr, sehr schön aus. Von der Farbgebung, von der Trübung und auch von der Form her. Ich bin da kein Freund von mit zu viel Hitze zu rebollen. Wenn ich sage, wie Andi das macht, lacht ihr euch kaputt. Der macht das mit 230 Grad, rebollt der. Und wohlgemerkt ein 183er Lot. Ja. Und das sieht hinterher picobello aus. Ja. Immer ein bisschen weniger Hitze nehmen und dann ist das Ergebnis das bessere und das haltbarere. Gut, sehr schön.
Richtig und falsch gibt es da nicht. Nee, richtig und falsch gibt es da nicht. Das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und dann passt das. So, einmal das Speicherchen sauber. Abtupfen, wunderbar. Gut, und dann brauchen wir nur noch eine Platine aus einem 7er, auf dem auch noch ein Wi-Fi sitzt. Und dann geht das schnell. Nur, da muss man auch eine Platine finden, auf der noch ein Wi-Fi-Modul drauf ist. Weil sonst haben wir gelitten. Muss ich gleich den Andi nochmal ärgern und den nochmal fragen. Weil ich glaube, ich finde hier gerade nichts. Weil an allen 7er Spenderboards habe ich irgendwie den Wi-Fi-IC schon drunten. David, haben wir irgendwo noch 7er Spenderboards liegen? Nichts Ausgebautes. Andi, ich finde kein iPhone 7 Board mit einem Wi-Fi. Modul. Jawohl. Super. Ah ne, das ist ein 8er. Das ist ein 8er, aber hier haben wir ein 7er, 10. Hast du nicht gesagt, du hast alles ausgeschlachtet? Ich habe viel ausgeschlachtet. Nicht alles. Gut. So, da gehe ich jetzt nicht hin und kratze den Kleber weg. Das ist mir egal, ob da irgendwie Bauteile im Umkreis mit abgehen. Das ist nur eine Spenderplatine. Völlig egal. Super. Dann kann man vielleicht einmal kurz anrufen noch und sagen, hey, fertig. Sorry, war gerade vorhin noch in der Reparatur. Da wollten Kunden Gerät ein bisschen zu früh abholen und dann war es noch nicht fertig. Und ist immer doof, sowas dann. Gut, der hier sieht gut aus. Sehr gut, dann rebollen wir den einmal. Riecht gut nach Essen hinten, ne? Ja. Machst für das S6 noch einen KVA 149. Und dann passt das. So, dann brauchen wir einmal Communication. Für iPhone 7. So, super. In der nicht 3D-Version. Ist mir sogar noch lieber. So, super.
Passt. Dann wieder eine Pinzette. So. Und einmal reballen. Durch die niedrige Reball-Temperatur springt kein Lot auf. Stencil biegt sich nicht auf. Und die, die Lötpunkte werden sehr, sehr schön. Ja. Gut. Passt. Dann noch einmal ein Reflow. Sollten wir jetzt endlich soweit sein. Nach wie viel Minuten Video? 37. Gut, wenn man sich dann noch ein Modul von einer Spenderplatine nehmen muss, dann ja, dann soll es so sein. Jetzt müssen wir noch ein Unbind machen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber vorab würde ich gerne mal noch ein Bild machen. Ich hoffe, das ist, seid ihr d'accord mit? Mein iPhone aus. Ja. Komisch. Hat nicht reagiert. Naja. So, und dann noch was für Insta. Und dann passt das. Und dann können wir verlöten. Ja? Vorher noch ein Unbind. Gehen wir mal ganz schnell. So, werfen wir einmal den rebolten Speicher in unsere JC Pro 1000 ins P7 Modul, dann kommt automatisch Loading in. So, wenn das erledigt ist, dann klicken wir einfach auf den Button Unbind Wi-Fi. Dann steht da unten Unbind Wi-Fi Success und das war's auch schon. Da müssen wir jetzt nicht extra noch die Kamera zuwechseln, denke ich. Das ist ein Vorgang, den haben wir auch schon etliche Male gesehen hier auf dem Kanal. So, dann Flussmittel. Speicher richtig drauflegen. Und dann verlöten. Ich finde die neuen Pinzetten, die wir jetzt nutzen, mega. Also die blauen könnt ihr echt vergessen gegen diese Vitis, die wir da jetzt haben. Absolut mega. Haben wir auch an den Lehrplätzen übrigens. So, Speicher sitzt. Wie ihr seht, wenn ich ihn anstoße, geht er in seine Position zurück. Also alles gut. Jetzt noch Wi-Fi verlöten.
So, Wi-Fi verlöten. Sitzt auch sauber. Ja, wenn ich es anstoße, geht es an seine Position zurück. Fertig. Sitzt also auch. Gut, dann kurz abkühlen lassen. Ich gebe euch hier on hands. Missachtet das Chaos auf meinem Tisch bitte. Und dann einmal testen zusammen. Können wir das Video nach 41 Minuten dann auch abschließen. Hoffentlich. Gut, Bildschirm dran. So. Dann einmal Testakku. So, fährt das Gerät einmal hoch. Ich schaue schon mal nach dem Entsperrcode nochmal. Ich habe ihn nicht mehr im Kopf. So, ich weiß nicht, personalisiertes Hintergrundbild war, glaube ich, eben gegeben. Von daher kurz warten, bis es hochgefahren ist. Dann gebe ich den Code ein. So. So, jetzt muss ich die Bildschirmhelligkeit hochfahren, weil ich vorne die Frontkamera und somit den Sensor nicht dran habe. Moment. Dauert kurz. Es dauert kurz. So, jetzt gehen wir hier auf Anzeige und Helligkeit und fahren die Helligkeit einmal hoch. So, dann seht ihr auch was. Wenn wir jetzt auf Wi-Fi gehen, dann seht ihr, Wi-Fi ist wieder grün. Ja, und er findet auch sofort unsere Netze hier. Dementsprechend kann ich mich auch mit Sicherheit dazu verbinden. Ah. Kennwort muss ich jetzt nicht jedem zeigen, weil es eigentlich egal ist, aber naja. Ich hoffe, ich habe es richtig eingegeben jetzt auf die Schnelle. Jawohl, Haken kommt dran. Jetzt gehen wahrscheinlich gleich irgendwelche, ja, das muss ja keiner sehen, gehen irgendwelche Meldungen gleich auf. Also, das Ding funktioniert wieder. Wi-Fi ist wieder da. Passt. iPhone 7. Wi-Fi ausgegraut. Reparatur durch Ersetzen des Moduls. Und nennt unbind. Ja? Nein, unbind. So, das war es auch schon im Endeffekt. War es auch schon nach 43 Minuten, aber wir mussten noch den Wi-Fi von der anderen Platine nehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr lernen wollt, wie sowas funktioniert, dann bucht euch einen Platz in der Board Level Repair School Germany. 2 Tage, 8 Stunden eigene Platinen mitbringen, die vor Ort mit uns repariert werden. Somit ein Teil der Kurskosten schon wieder drin. Kurs kostet 1250 Euro netto, wird eine Menge Spaß machen. Bucht euch ein, seid dabei. Ciao, ich bin raus, euer Ben vom Apfeldoktor in Plieskastel.